gerade aus der Dusche gekommen. Willst du es sehen? Oh ja, ich will ein 360 Grad 4K HD-Video. Jetzt, wo ich deine Aufmerksamkeit habe, will ich, dass du mir ein paar Fragen beantwortest. Also pass auf. Auf keinen Fall. Bleib mir weg mit so einer Scheiße. Ein guter Freund sollte die Sachen richtig beantworten können. Sie sind nur ein kleines bisschen kompliziert. Ich geb auf. Los geht's. Ich bin in einen Unfall verwickelt, werde ins Krankenhaus gebracht und werde es nicht schaffen. Out there. Du machst mit deiner Ex-Freundin rum. Was wirst du machen? An die nächste Person weitergeben? Beantworte ehrlich. Ich schlafe mit meiner Ex so schnell, wie ich kann. Nur einmal kurz rein und raus. Kurzer Quickie. Ganz schnell. Keine Gefühle. Nichts Emotionales. Ich wusste es. Du willst immer noch mit ihr schlafen. Los geht's. Bleib mir weg mit deinem Los geht's. Du hast gesagt, du willst mit deiner Ex schlafen? Was hätte ich denen antworten sollen? Mich einfach vor dem Unfall retten sollen? Oh ja, richtig. Ich hätte einfach in der Zeit zurückreisen sollen. Letzte Frage. Die beantwortest du lieber richtig oder deine Eier werden unter dem Klositz zerquetscht? Neue Angst freigeschaltet. Gleiche Frage. Unterschiedliche Rollen. Deine Ex hat einen Unfall und du musst mit mir schlafen, um sie zu retten. Was tust du? Ich werde mich kein Stück bewegen. Ich überlasse meine Ex ihrem Schicksal. Also würdest du mit ihr schlafen, aber nicht mit mir? Oh mein Gott. Scheint so, als würdest du noch an ihr hängen. Vielleicht solltest du wieder mit ihr zusammenkommen. Vielleicht bin ich nur ein Lückenfüller. Du hast all ihre Accounts und ihre Nummer geblockt? Ich kann nicht mal mit ihr sprechen. Wahrscheinlich schreibst du ihr E-Mails. Würde mich nicht überraschen. Weißt du was? Wie wäre es, wenn wir Rollen tauschen? Und ich gebe dir ein Rätsel. Hm? Was haben du und meine gemeinsam? Wir sind beide blond? Falsch. Ihr seid beide Single.